Hallo und herzlich willkommen zum 9. Teil meiner 13-teiligen Videoserie Abiogenese, Irrtümer und Fehldeutungen in den Naturwissenschaften. Wer wissen möchte, worum es genau geht in dieser Videoserie, dem empfehle ich den ersten Teil, den habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Den könnt ihr euch anschauen, dort könnt ihr euch informieren, worum es genau geht. Mein Name ist Oliver Lazar, ich bin Professor für Informatik und Doktor in den Naturwissenschaften der Medizin. Und wer sich mehr über mich informieren möchte, kann das auch sehr gerne tun auf meiner Homepage. Die ist unten in der Videobeschreibung ebenfalls verlinkt. Dort könnt ihr euch über meine Themen, meine Projekte informieren und ihr habt dort auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. So, worum geht es in diesem 9. Teil? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Warum? Weil es geht in diesem Teil um das Thema Information. Etwas, was unsere Naturwissenschaftler sehr, sehr gerne beiseite schieben, wenn es um das Thema Abiogenese, also Entstehung des Lebens, geht. Es gibt einen unerwarteten Konsens zwischen den Naturwissenschaftlern und den spirituellen Menschen und den gläubigen Menschen, nämlich alle sind davon überzeugt und wissen, in unserer DNA, in unserer RNA, ist hochkomplexe, sinnvolle Information. Aber wo kommt diese Information her? Ist es wirklich nur ein Produkt des Zufalls und der Selektion über lange, lange Zeiträume? Oder gibt es möglicherweise andere Ursachen für das Entstehen von komplexer, sinngebender Information? Darum geht es in diesem Video. Und wir haben natürlich wieder Folien. Ich werde mit euch jetzt gleich einen ganz kleinen Rückblick machen aufs letzte Mal, wo wir uns ja die Synthese von DNA, RNA angeschaut haben. Und dann geht es direkt weiter in die neuen Folien, also der Ursprung von Informationen, insbesondere in unserer DNA und RNA. Diese Folie habe ich euch schon im letzten Teil in Episode 8 gezeigt. Und es geht hier um das Thema DNA-Synthese. Das heißt, Wissenschaftler versuchen, DNA selbst im Labor zu synthetisieren, also herzustellen. Und typischerweise werden die einzelnen Schritte, die dazu erforderlich sind, akribisch genau und detailliert beschrieben. Und wenn dann irgendwelche Paper veröffentlicht werden, gehören in der Regel dazu auch immer sehr, sehr umfangreiche Charakterisierungsdaten. Und es ist durchaus üblich, dass wir 200 bis zu 300 DIN A4 Seiten haben, wo all diese Einzelschritte akribisch beschrieben werden. Und auf dieser Folie seht ihr nur einen klitzekleinen Ausschnitt daraus. Ja, wie gesagt, das können mal 200 bis zu 300 Seiten sein. Nur solcher Beschreibung, wie ihr sie hier sehen könnt auf dieser Folie. Ich habe mal gelb hinterlegt, was so entscheidende Punkte sind. Ja, ihr seht hier zum Beispiel Entgasung, pH-Wert einstellen auf 7,0. Dann muss der pH-Wert auf 9,5 eingestellt werden. Dann muss der pH-Wert auf 2,2 eingestellt werden. Und dann wird wieder entgast. Dann haben wir verschiedenste Temperaturen. Hier haben wir 57 Grad, dann haben wir 45 Grad. Dann haben wir wieder Raumtemperatur, dann gibt es 60 Grad, 100 Grad mit eiskaltem Wasser gewaschen. Das heißt, so Nebenprodukte müssen auch immer wieder ausgewaschen werden, damit es nicht wieder zu neuen Reaktionen kommt, die man nicht haben möchte. Das Ganze dann im Vakuum getrocknet. Dann haben wir einen Druck von 2 Bar etc. Ihr seht ganz, ganz viele wichtige Schritte, die genau in dieser Reihenfolge auch immer ausgeführt werden müssen. Und ich hatte euch ja auch gesagt, wenn man einen Step falsch macht, dann kann man den nicht hinten raus korrigieren, sondern man muss wieder von vorne anfangen. Also eine ganz, ganz komplexe Geschichte, das Ganze. Was bei diesen ganzen Synthetisierungsbeschreibungen immer fehlt, ist, was ist eigentlich der Ursprung von Informationen? Es geht hier ausschließlich nur um Chemie. Das heißt, unsere Wissenschaftler aus dem Bereich der Chemie, aus der Biochemie, kümmern sich auch nur um Chemie und Biochemie, aber nicht darum, wie wird denn da drin kodiert? Also in welcher Reihenfolge sollen denn die Basen in der DNA angeordnet werden? Das ist doch eine Programmierung. Eine Programmierung muss in der richtigen Reihenfolge erfolgen. Das kann kein Produkt von Zufall sein, aber das wird halt von unseren Wissenschaftlern aus dem Bereich der Naturwissenschaften komplett ignoriert. Aber das ist doch das Wichtigste.
Ja, es ist doch das absolut Wichtigste, warum sind die Basen genau in dieser Reihenfolge? Darum geht es hier aber nie. Und die Frage ist, was simulieren dann eigentlich die Wissenschaftler hier? Simulieren sie eine frühe Erde, wie DNA wirklich entstehen konnte? Oder simulieren sie mit jedem einzelnen Schritt, dass es einen intelligenten Eingriff geben muss? Das simulieren sie meiner Ansicht nach viel, viel mehr als den chemischen Ablauf hier. Ja, weil es wird ja im Grunde genommen gezeigt, hier 200, 300 Seiten lang, jeder einzelne Step findet nur deshalb statt, weil ein intelligentes Wesen, nämlich der Versuchsleiter oder derjenige, der im Labor arbeitet, in dem jeder einzelne Schritt ganz bewusst eingefügt wird und durchgeführt wird. Das heißt, wir simulieren hier im Grunde genommen intelligentes Eingreifen, aber nicht etwas, was einem natürlichen Prozess entspricht. Wir werden jetzt uns in den neuen Folien anschauen, wie diese DNA eigentlich funktioniert, also was passiert mit der DNA, wie wird diese DNA gelesen, wie werden daraus Proteine hergestellt. Da werden wir uns auch gleich einen kleinen Film anschauen und ich werde dazu ein bisschen was erläutern. Und dann geht es um das Thema, wo kommt die Programmierung her? Warum sind die Basen in der DNA genau in dieser Reihenfolge vorzufinden und nicht in einer anderen? Wo kommt der Sinn her? Darum geht es gleich auf den neuen Folien. Ihr seht hier zwei wichtige Begriffe, Transkription und Translation. Ganz oben seht ihr die DNA. Das ist ja immer diese Doppelhelix, also zwei Stränge. Wir haben hier verschiedene Buchstaben, T, A, C und G, also Thymin, Adenin, Cytosin und Guanin. Das sind ja die vier Basen, die in der DNA zum Einsatz kommen. Und genau diese Reihenfolge hier, die ist wichtig. Das ist kein Produkt des Zufalls. Das ist aber das, was die Wissenschaftler uns immer so verkaufen. Aber das ist eine Programmierung. Genau hier drin, in diesen Informationen, steckt die Programmierung drin für das Herstellen von Aminosäuren und das Verketten und Falten dieser Aminosäuren zu Proteinen. Ihr seht hier den ersten Step, der heißt Transkription. Hier geht es darum, diese Information aus der DNA zu übertragen in eine sogenannte Messenger-RNA. Das ist dieser Strang hier. Und das wird dann sozusagen ins Zytoplasma transportiert, wo es dann an den Ribosomen zur sogenannten Translation kommt, also zur Übersetzung und zur Produktion der Aminosäuren und letztendlich der Proteine. Und das würde ich euch gerne nochmal im Rahmen eines kurzen Videos zeigen, damit ihr den Ablauf einmal kennt und dann gehen wir rein in die Thematik Information. So, in diesem Video geht es darum, wie wir jetzt von der DNA hin zu einem Protein kommen. Und wir starten jetzt bei einer menschlichen Zelle und zoomen immer weiter hinein. Wir sehen hier das Zytoplasma, die Strukturen, den Nukleus, den Zellkern. Darum geht es jetzt. Und wir gehen rein in den Zellkern. Darin befinden sich unsere Chromosomen. Bei den Menschen sind es 23 Chromosomenpaare und jetzt kommt hier so ein DNA-Strang heraus, der ist um so Histonproteine gewickelt und darin befinden sich die Erbinformationen und Abschnitte davon bezeichnet man als Gene. Diese bunten Stäbchen, die ihr seht, das sind im Übrigen die vier Basen. Jetzt kommt hier eine RNA-Polymerase dazu, die sorgt dafür, dass die DNA gespalten wird und dass die Abschnitte gelesen werden. Und ihr seht jetzt, dass hier verschiedene Basen aus dem Zellkern genommen werden. Diese freien Basen werden zusammengesetzt zu einer sogenannten Messenger-RNA. Und das ist jetzt dieser Strang von der Messenger-RNA. Und das wird noch ein wenig aufbereitet und dann wird diese Messenger-RNA vom Zellkern nach außen transportiert ins Zytoplasma der Zelle. Und was ihr jetzt seht hier auf der Messenger-RNA, das ist ja ein hochspezifischer Code. Das sind keine beliebig zusammengewürfelten Basen, sondern wir haben hier eine Programmierung. Das ist genau die Programmierung, die jetzt von den Ribosomen benutzt werden. Das heißt, jetzt haben wir ein Ribosom, eine Art Fabrik, die dafür zuständig ist, jetzt Aminosäuren und Proteine herzustellen.
Und hier seht ihr so eine Aminosäure und ganz unten drei Basen, ein sogenanntes Basentriplet. Also immer drei Basen repräsentieren eine Aminosäure. Und mit Hilfe der Transfer-RNA oder kurz tRNA werden jetzt immer die richtigen Bausteine herangeholt und die Aminosäuren konstruiert. Ihr seht, die Messenger-RNA wird gelesen, die Transfer-RNA holt die passende Aminosäure. Dieses lilafarbene oben, diese Bläschen oder Kugeln, das sind die Aminosäuren, die verkettet werden. Und es entsteht eine Aminosäurekette, die auch noch gefaltet wird. Die Faltung ist auch hochspezifisch. Und wir kriegen letztendlich hier unser funktionierendes Protein. Das allergrößte Problem ist aus meiner Sicht, woher kommt die Information in der RNA bzw. DNA? Was ist der Ursprung von dieser sinngebenden, komplexen Information, von dieser Programmierung? Der Chemiker Manfred Eigen, er hat auch den Hyperzyklus beschrieben, da werden wir in einem späteren Video noch drüber sprechen. Er hätte eine Erklärung. Er sagt, Information kommt aus Nichtinformation. Genau das, was das Bild jetzt zeigt, ja, entspricht dem, was auch ich dabei empfinde, wenn ich diesen Satz lese. Information kommt aus Nichtinformation. Was hat er wohl damit gemeint? Nun, ich glaube, er spielt damit ein bisschen auf die biologische Evolution an. Das sehen wir gleich auch auf der nächsten Folie, wo wir im Prinzip ja mit nichts anfangen und dann durch Mutation, durch zufällige Veränderungen und Selektion und ganz, ganz viel Zeit sukzessive, ganz langsam, Schritt für Schritt immer mehr Information, mehr Komplexität, mehr Sinn bekommen. Das ist wahrscheinlich die Idee, die dahinter steckt. Also gucken wir uns nochmal an, was jemand anderes dazu sagt, nämlich der deutsche Informatiker Dr. Wolfgang Johansen. Und er stellt in seinem Buch Information und ihre Bedeutung in der Natur sein evolutionär-energetisches Informationsmodell vor. Gucken wir mal, was er dazu sagt. Information, sofern sie Bedeutung trägt, ist biologisch und sie ist an Energie gebunden. Sie ist biologisch, weil sie mit und durch die biologische Evolution entstanden ist. Semantische Information findet man also nur in Lebewesen, Eukaryoten, Archaen, Bakterien der biologischen Evolution. Information ist ein Produkt der Evolution. Nirgendwo sonst als in den Organismen der Evolution gibt es sie, soweit wir dies innerhalb der Grenzen unseres Erkenntnishorizonts schlussfolgern können. Nun, ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn Dr. Johansen hier gesagt hätte, soweit ich dies innerhalb der Grenzen meines Erkenntnishorizonts schlussfolgern kann, weil ich fühle mich hier ehrlich gesagt nicht angesprochen. Mein Erkenntnishorizont geht noch viel, viel weiter. Ich lasse mich jetzt nicht durch Darwin oder ein materialistisches Weltbild eingrenzen, sondern ich habe einen ganzheitlichen Blick. Und hier sehen wir im Prinzip auch das, was Manfred Eigen auf der Folie davor gesagt hat. Ja, weil sie mit und durch die biologische Evolution entstanden ist. Information kommt aus Nichtinformation, also aus nichts entsteht etwas. Aber in der ganzen, im ganzen Universum, auf unserer Erde, aber auch in unserem Sonnensystem, im Universum, soweit wir es betrachten können, finden wir keine natürlichen Prozesse, die komplexe, sinngebende Informationen produzieren können. Noch nie entdeckt worden, noch nie beschrieben worden. Es gibt keine natürlichen Quellen, zumindest sind keine natürlichen Quellen bekannt, die solche Art von Informationen produzieren kann. Johansen beruft sich auch hier auf die biologische Evolution. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, eine vollkommen unbewiesene Theorie als Basis, als Fundament für eine Informationstheorie herzunehmen. Die biologische Evolution ist alles andere als bewiesen. Es gibt so, so viele Gegenargumente. Und wer sich dafür interessiert, der kann das gerne in meinem Buch Jenseits von Materie nachlesen. Ich habe ein riesengroßes Kapitel zu diesem Thema Evolution, biologische Evolution, Mutation, Selektion etc. geschrieben und sehr viele Argumente zusammengetragen, warum die biologische Evolution, so wie überall gelehrt und beschrieben, nicht stattgefunden haben kann. Es ist wichtig, hier zu unterscheiden zwischen Mikro- und Makroevolution. Natürlich gibt es
Mutation und Selektion in einem gewissen Rahmen. Das ist die sogenannte Mikroevolution. Also zum Beispiel, wenn Bakterien sich anpassen, vielleicht eine Antibiotikumresistenz entwickeln. Oder wenn ein Fink, also die berühmten Darwin-Finken, wenn ein Fink einen spitzen Schnabel oder einen runden Schnabel entwickelt. Das sind Adaptionen, Veränderungen, Anpassungen innerhalb einer Art. Aber niemals wird die Artgrenze überschritten oder es werden solche Veränderungen vorgenommen, dass ein komplett anatomischer neuer Aufbau entsteht. Ist noch nie beobachtet worden. Es wird einfach behauptet, ja, so sukzessive, mit ganz, ganz viel Zeit, ist immer dieses Argument, dieses Zeitargument, was herangezogen wird. So viel Zeit kann es gar nicht geben. Und das ist, wie gesagt, noch nie beobachtet worden und somit ist es auch nichts anderes als ein Glauben. Das muss man ganz klar so sagen. Es ist deren Glauben, dass neue Arten entstehen. Ja? Das, was jetzt hier diese Wissenschaftler behaupten, wie Information entsteht, möchte ich jetzt gern mal übertragen auf die Informatik. Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich stehe vor meinen Studenten und möchte ihnen das Programmieren beibringen. Dann würde ich ihnen jetzt sagen, holt bitte eure Laptops raus und tippt wie wild auf eurer Tastatur herum. Das macht ihr den ganzen Tag. Am Ende des Tages guckt ihr einfach, ob da was Brauchbares dabei war, ob der Compiler das versteht, was ihr nicht gebrauchen könnt, löscht ihr raus. Und morgen, am nächsten Tag, tippt ihr wieder vogelwild auf eurer Tastatur herum. Ganz zufällig. Ja, und dann guckt ihr wieder, ob da irgendwas Brauchbares dabei ist. Ihr müsst das nur lange genug machen. Und dann habt ihr irgendwann einmal ein wunderbares Betriebssystem, einen Flugsimulator, ein 3D-Jump-and-Run-Spiel etc. Wenn ich das als Informatikprofessor so unterrichten würde, dann wäre ich ziemlich schnell meinen Job los, verständlicherweise, denn es ist absoluter Blödsinn. Wenn aber ein Biologieprofessor genau dasselbe erzählt, genau dasselbe, es geht hier um Information. Wir reden hier nicht über Biologie und Informatik, zwei getrennte Themen, nein, es geht um Information. Information gehört in beide Bereiche hinein. Und jetzt muss man sich vorstellen, ein Biologieprofessor erklärt seinen Studenten die Entstehung von Informationen genau auf diese Art und Weise. Und der wird als höchst angesehen respektiert. Und da wird gesagt, ja genau, das ist richtig, das ist Wissenschaft. Für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Also Daumen runter, das ist für mich keine Erklärung dafür, wie Information entstehen kann. Bernd Olaf Küppers, ein deutscher Physiker, Philosoph und theoretischer Biologe, hat Folgendes gesagt: Das Problem des Ursprungs des Lebens ist eindeutig und grundlegend äquivalent zum Problem des Ursprungs biologischer Information. Das ist ein hervorragender Satz. Da gebe ich auch einen Daumen hoch. Ja, genau so ist es. Also, wir haben hier eine Äquivalenz zwischen dem Ursprung von Informationen und dem Ursprung von Leben, also biologischer Information. Ganz, ganz wichtig. Und derselbe Bernd Olaf Küppers sagt in einem anderen Szenario auf die Frage, was ist Leben, hat er geantwortet, Leben ist gleich Materie plus Information. Und das ist katastrophal, weil das lässt sich auch ganz, ganz einfach falsifizieren. Also Daumen runter und hier die Erklärung dazu. Die Formel ist grundlegend falsch. Betrachten wir den Leichnam eines frisch verstorbenen Menschen. Der Leichnam besteht aus Materie, aus Zellen und biologischer Information, nämlich in Form von DNA und RNA. Doch Leben ist keines vorhanden. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier einen Körper, der ist frisch verstorben. Da ist alles drin, was wir brauchen. Alles, was die Chemiker und Biochemiker immer fordern, ist da. Die komplette Chemie ist da. Die Frage ist, was ist jetzt dort verloren gegangen? Oder gehen wir ruhig ins Kleine, gucken wir uns nur eine einzelne Zelle mal an. Die Zelle ist lebendig und jetzt stirbt sie. Was ist der Unterschied zwischen der lebendigen und der toten Zelle? Was ist da passiert? Chemisch ist da nichts passiert. Wir haben dieselben Elemente, dieselben Bausteine, dieselben Strukturen in der Zelle wie vorher auch, aber die Zelle ist nicht mehr lebendig. Was ist jetzt diese Lebendigkeit? Offensichtlich nichts, was ich mit Chemie oder Biochemie erklären kann. Doch das haben unsere Wissenschaftler noch nicht verstanden. Also Materie plus Information
ist nicht Leben, dann müsste jeder frisch verstorbene Leichnam lebendig sein. Ich möchte euch gerne Professor Dr. Werner Gitt vorstellen. Er ist Jahrgang 1937 und Diplom-Ingenieur und langjähriger Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, PTB, in Braunschweig. Und er hat das meiner Meinung nach beste Informationsmodell der Welt konzipiert. Und das möchte ich euch natürlich hier im Folgenden vorstellen. Ich lese euch erstmal so ein paar Eckdaten vor und auf der nächsten Folie gucken wir uns dann an, was sich genau hinter seinem Informationsmodell verbirgt. Gitt hat über 30 Jahre lang geforscht und sein Informationsmodell der universellen Information, kurz UI, stetig weiterentwickelt. Es ist eine Fortführung des Informationsmodells von Claude E. Shannon von 1948, auf dem auch die moderne Informatik aufbaut. Gitt hat an Universitäten auf allen 5 Erdteilen über diese Thematik referiert und zahlreiche Diskussionen und Wissenschaftler haben ihm bei seiner Entwicklung seines Konzepts der UI geholfen. Als seinen größten Durchbruch verstand er die Erkenntnis, dass Information eine eigenständige, nicht materielle Größe ist. Auch nach unzähligen nationalen und internationalen Vorträgen ist es bislang noch niemandem gelungen, die von ihm formulierten Naturgesetze für Information basierend auf seinem Informationsmodell der UI zu widerlegen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns sein Modell mal etwas genauer an. Zunächst einmal beschreibt Gitt drei notwendige Bedingungen für universelle Information. Die drei notwendigen Bedingungen sind Symbole, Sequenz und Anordnung. Das ist sozusagen jetzt erstmal nur der erste Bereich. Und auf der nächsten Folie geht es dann noch weiter. Aber das sind erstmal ja, grundlegende Bedingungen. Das muss erstmal existieren, bevor wir überhaupt darüber nachdenken können, ob wir es mit einer sinngebenden Sprache zu tun haben, also mit Informationen, die von einer intelligenten Instanz konzipiert wurde. Ich möchte euch gerne diese drei notwendigen Bedingungen am Beispiel der Hieroglyphen zeigen. Hier seht ihr mal eine kleine Abbildung und das kennt ihr ja sicherlich auch in ähnlicher Form aus dem Geschichtsunterricht oder aus verschiedenen Fernsehsendungen, wie Hieroglyphen aussehen. Und der erste Punkt der notwendigen Bedingungen heißt Symbole. So, was heißt Symbole? Das heißt eine Sprache, also wenn ich jetzt irgendwo etwas entdecke, wovon ich glaube, das könnte eine Sprache sein, die irgendwelche Informationen enthält, dann muss es verschiedene Symbole geben. Weil wenn es immer nur Dreiecke gibt, dann kann man davon ausgehen, das ist keine Sprache, sondern das ist eher ein Muster. Oder wenn es immer ein Dreieck, ein Quadrat, ein Dreieck, ein Quadrat ist, abwechselnd hin und her, dann würde man auch sagen, das entspricht eher einer künstlerischen Darstellung und weniger einer Sprache. Also braucht es verschiedene Symbole, das haben wir hier bei den Hieroglyphen. Wir haben hier so Wellen, wir haben hier einen Vogel, wir haben, ich glaube, es ist ein Frosch hier oder eine Schale. Ja, also es gibt verschiedene Symbole und vor allen Dingen sind diese Symbole in einer ja, spezifischen Sequenz angeordnet. Das ist hier der zweite Punkt. Ja, das heißt, wir dürfen hier keine Wiederholungen haben, weil wie gesagt, wenn ich jetzt hier immer einen Vogel und dann wieder die Welle habe, wieder ein Vogel, wieder eine Welle, würde ich sagen, okay, das ist womöglich einfach nur eine Verzierung gewesen, aber keine Sprache. Also in einer Sprache sind da eher Unregelmäßigkeiten zu finden. Ja, das heißt, diese Sequenz muss unregelmäßig sein. Und dann die Anordnung, dritter Punkt, was ist damit gemeint? Diese Symbole sind jetzt hier bei den Hieroglyphen, wie man erkennen kann, in Spalten angeordnet. Ja, das heißt, die Symbole und die Sequenzen müssen entweder spaltenweise oder zeilenweise oder Gitt spricht auch von Ringen angeordnet sein, damit wir auch eine gewisse Reihenfolge der Symbole ablesen können. Ja, und diese drei Dinge sind notwendige Bedingungen. Das heißt nicht, wenn man diese drei Dinge entdeckt, dass wir es tatsächlich mit einer Sprache und mit Informationen zu tun haben. Aber das ist erstmal die Basis. Das muss da sein, damit wir überhaupt weiter darüber nachdenken können, ob wir es wirklich mit Informationen zu tun haben. Darauf aufbauend hat Gitt nun die 5 Ebenen der universellen Information konzipiert. Hier habe ich sie jetzt mal
auf der linken Seite dargestellt. Wir haben ganz unten Statistik, darüber Syntax, dann kommt Semantik, Pragmatik, Apobetik. Das sind die fünf Bereiche, die Git entwickelt hat. Und die möchte ich euch jetzt noch etwas genauer vorstellen. Wir fangen mal an mit der Statistik. Ganz unten, die unterste Ebene, Signalart, Zeichenmenge. Das kann man sehr schön darstellen mit dem, was Shannon entwickelt hat für die Kommunikation über das Transatlantikkabel. Denn für ihn war nur interessant, wie viele Daten fließen durch das Transatlantikkabel. Das heißt, die Anzahl Zeichen, die übermittelt wurden, waren jetzt maßgeblich darüber zu entscheiden, ob eine Information groß oder klein ist. Wenn ihr euch jetzt mal folgenden Satz vorstellt. 20 geteilt durch 5 gleich 4. Dann wäre das ein Satz, den ich mit Buchstaben schreiben könnte. Aber es wäre auch eine Rechnung, die ich mit Zahlen darstellen könnte, mit Operanden, Operatoren darstellen könnte. Und der Satz ist natürlich viel, viel länger, als wenn ich jetzt mit Zahlen arbeite und dem Gleichheitszeichen, dem Geteiltzeichen. Doch inhaltlich handelt es sich um das Gleiche. Ja, das heißt, auf dieser Ebene Statistik spielt nur eine Rolle, welche Signalart benutze ich und welche Zeichenmenge. Also sind das möglicherweise Binärdaten, also nur 0 und 1 oder an und aus? Oder ist es ein Alphabet? Sind es die Ziffern und die Buchstaben A bis Z? Das sind die Dinge, die hier im Bereich Statistik eine Rolle spielen. Bei der Syntax geht es um Code und Grammatik. Wir haben also in der Statistik einzelne Zeichen und diese Zeichen kann ich jetzt kombinieren, dass Wörter entsteht, dass ein Code entsteht. Ich kann also diese Zeichen nicht beliebig miteinander kombinieren. Es sind nur bestimmte Kombinationsmöglichkeiten erlaubt. Das heißt, wenn ihr in den Duden hineinschaut, dann seht ihr die Kombinationen, die erlaubt sind in unserer Sprache. Ich kann es also nicht einfach zufällig oder beliebig machen. Ich kann allerdings jetzt, wenn ich die einzelnen Wörter aus dem Duden nehme, die auch nicht beliebig miteinander kombinieren. Ich kann jetzt nicht irgendwie 5 Adjektive hintereinander und dann 3 Substantive und bin dann der Meinung, das sei ein funktionierender Satz. Das geht so nicht. Das ist jetzt die Grammatik. Die Grammatik kümmert sich also darum, dass ich einen Satz korrekt zusammensetze. Subjekt, Prädikat, Objekt etc. Ich kann allerdings einen Satz konstruieren, der lexikalisch und grammatikalisch vollkommen in Ordnung ist. Meinetwegen sowas wie, der Schrank trinkt die blauen Urlaubsgrüße. Ja, also ein Satz vollkommen ohne Sinn. Trotzdem ist er lexikalisch und grammatikalisch einwandfrei. Mit anderen Worten, diese Bereiche Statistik und Syntax sind noch vollkommen frei von Bedeutung. Die funktionieren ohne Sinn, ohne Zweck. Ja, das heißt, die darin enthaltene Information, das wäre die Semantik, die Bedeutung. Und das ist jetzt hier in einer anderen Farbe dargestellt. Warum ist das so? Ich mache da auch nochmal hier einen Klick auf meine Folien, dass ihr da auch eine gestrichelte Linie seht. Das ist eine Trennung zwischen zwei Bereichen, nämlich den nicht-materiellen Ebenen und den materiellen Ebenen. Das heißt, das, was ich gerade erklärt habe mit Statistik und Syntax, gehört in die materiellen Ebenen. Also überall da, wo es darum geht, Sprache darzustellen, Sprache aufzuschreiben, Sprache zu übermitteln. Brauche ich in irgendeiner Form eine Schrift oder ich brauche Schallwellen oder ich brauche irgendetwas, was jetzt zum Beispiel jemand, der blind ist, erfühlen kann, ertasten kann. Ich brauche also irgendwo Materie, etwas, was ich fassen, was ich messen kann. Das sind die materiellen Ebenen. Sobald es aber in die Bedeutungsebene geht, sobald es in die Semantik hineingeht, verlasse ich den Bereich der materiellen Ebenen. Das heißt, diese blau dargestellten Bereiche wie Semantik, Pragmatik und Apobetik können sich komplett ohne Materie abspielen. Das sind also nicht materielle Ebenen. Gut, was ist jetzt Semantik? Halt die Bedeutung. Ja, das heißt, wenn ich jetzt wirklich den Sinn einer Information darstellen möchte, dann brauche ich die Semantik. Und was heißt Pragmatik? Vom Sender erwünschte Wirkung beim Empfänger. Zum Beispiel möchte man etwas bei dem Empfänger, bei demjenigen, der diese Information bekommt,
auslösen, zum Beispiel eine Erkenntnis oder eine Handlung. Das nennt man Pragmatik. Und was ist Apobetik? Das ist die Zielvorstellung des Senders. Also derjenige, der die Information kreiert hat, hat irgendeine Zielvorstellung, möchte also etwas erreichen. Und das wird hier von Git als Apobetik bezeichnet. Ja, wobei Apobetik und Pragmatik sicherlich nicht so unbedingt zu trennen sind, das geht ineinander über. Nichtsdestotrotz, alle drei Bereiche sind Bereiche, die in geistige Ebenen gehören. Also sie sind immer Ausdruck des Willens eines kreativen Geistes. Information kann in den geistigen Ebenen ohne Kodierung existieren. Ja, es gibt ja auch sowas wie telepathische Kommunikation. Das ist auch kein Blödsinn. Es gibt da seriöse Forschung, zum Beispiel Professor Rupert Sheldrake, wer sich dafür interessiert, kann mal nachschauen, hat wunderbare Experimente gemacht zum Thema Telepathie. Und dort braucht man keine Schrift, man braucht keine Akustik oder irgendwelche visuellen Reize. Das funktioniert ausschließlich über geistige Kommunikation, über die Hellsinne, über Telepathie. Informationsaustausch erfolgt telepathisch über die Hellsinne. Bei Bedarf ist eine Erweiterung auf Code-Ebene immer möglich, zum Beispiel beim Hellhören. Können mit den materiellen Sinnen nicht erfasst werden. Ja, das sind also hier die Punkte, die in den oberen, in den blauen Bereich hineingehören. Was haben wir in der materiellen Ebene? Die Information kann in diesen Ebenen nicht ursprünglich entstehen. Weil Ausgangspunkt ist immer hier oben die Zielvorstellung des Senders. Wir haben immer am Anfang einen kreativen Geist. Niemals fängt eine Information bei Zeichen an, bei Schrift an, sondern das geht hier top-down. Ja, wir haben also immer erst eine Zielvorstellung, wir haben eine Bedeutung, einen Sinn und darauf aufbauend wird dann eine Syntax, eine Sprache generiert, mit der man kommunizieren kann. Diese Ebenen spielen nur eine Rolle, wenn es um die Speicherung und Übertragung von Informationen in der materiellen Welt geht. Können mit den materiellen Sinnen, zum Beispiel Sprache hören, Schrift sehen oder ertasten oder physikalischer Sensorik erfasst werden. Also nochmal, wenn ich jetzt Information kreiere, dann fängt die nicht hier unten an, sondern Ursprung ist immer da oben. Das heißt, der Ursprung einer Information kommt immer aus den geistigen Ebenen. Wir brauchen immer einen kreativen Geist. Es sind keine natürlichen Prozesse bekannt, die komplexe, sinngebende Informationen, also Bedeutung in irgendeiner Form, entstehen lassen können. Sind nicht bekannt. Und so kommt auch Git zu folgender Erkenntnis. Es ist kein Naturgesetz, kein Prozess und kein Vorgang in der materiellen Welt bekannt, wonach universelle Informationen von selbst in der Materie entstehen kann. Hier haben wir jetzt wieder Professor Dr. Harald Lesch. Von ihm möchte ich gleich eine kurze Videosequenz zeigen aus seiner 100. Sendung Alpha Centauri. Und da sagt er etwas sehr Erstaunliches und Tolles, wie ich finde. Und zwar am Anfang einer Information steht immer der Sinn und Zweck eines Geistes. Und in der 100. Sendung von Alpha Centauri macht Lesch deutlich, dass die Physik und die Naturwissenschaft dies nicht begründen können. Und jetzt zeige ich euch mal die entsprechende Sequenz. Das ist Naturwissenschaft, die Untersuchung der Regeln, nach denen Natur funktioniert, nach denen die Wirklichkeit funktioniert. Aber dabei macht natürlich das Verfahren der Naturwissenschaft eine riesengroße Idealisierung. Naturwissenschaftler idealisieren ihre Systeme. Naturwissenschaftler untersuchen Satzteile, teilweise Wortteile, teilweise Buchstaben, die nebeneinander stehen, um zu schauen, wie wirken die miteinander zusammen. Aber dabei, bei dieser Idealisierung, wird natürlich ein riesengroßer Komplex völlig außer Acht gelassen. Nämlich das, was der Text bedeutet. Sie können einen Goethe-Text auseinandernehmen in aller Einzelheiten. Sie können sogar die Druckerschwärze, mit denen die Buchstaben geschrieben sind, untersuchen. Aber Goethe wird sich Ihnen nicht erschließen dadurch. Die Interpretation des Textes braucht geradezu den weiten Blick, braucht den Blick auf den ganzen Text. Natürlich ist die Grammatik wichtig. Kleine Frage.
Ohne Grammatik würde man überhaupt nicht wissen, worum geht es denn in dem Text da eigentlich? Was bedeuten die Worte? Aber wenn ich interpretieren will, dann muss ich vielleicht sogar nicht nur das lesen, was in den Zeilen steht, sondern ich muss, wenn ich den Text verstehen will, sogar das lesen und interpretieren, was zwischen den Zeilen steht, was also gar nicht de facto aufgeschrieben ist. Und diese Art der Textinterpretation, das kann Naturwissenschaft nicht leisten. Mm-mm. Da gibt es ein Problem. Das kann Physik nicht erklären. Physik hat überhaupt keine Begriffe wie Zweck und Sinn. Das sind keine naturwissenschaftlichen Begriffe. Auch Richard David Precht, einer der größten deutschen Denker und Philosophen, kommt zu einer ganz ähnlichen Schlussfolgerung, wenn es um das Thema Sinn bzw. Apobetik in den Naturwissenschaften geht. Er schreibt in seinem Buch »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« Folgendes. Sinn ist keine wissenschaftliche Maßeinheit, kein Gegenstand und auch kein elektrophysiologischer Prozess. Das heißt, mit Git, Lesch und Precht haben wir hier drei höchst renommierte Wissenschaftler, die allesamt sagen, die Naturwissenschaften können Sinn und Zweck nicht erklären. Die Frage ist jetzt, wie könnten die Naturwissenschaften den Sinn und Zweck der DNA oder RNA erklären? DNA enthält, da sind wir uns alle einig, sinngebende Informationen. Sie hat einen Zweck, sie hat eine Programmierung. Ich denke, es liegt auf der Hand, die Naturwissenschaften können es eben nicht erklären. Auf dieser Folie möchte ich euch eine wunderbare Tabelle zeigen von Dr. Norman Geisler und Dr. Frank Turek aus ihrem Buch »Um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube«. Worum geht es hierbei? Es geht darum, dass wir hier eine Gegenüberstellung haben von empirischer Forschung und der forensischen Forschung. Also die Entstehung der RNA-DNA ist ein Ereignis aus der Vergangenheit. Welche wissenschaftlichen Methoden sind für einen solchen Fall zulässig? Also mit empirischer Forschung kommt man hier nicht weit. Warum? Empirische Forschung, also was heißt überhaupt Empirie? Empirie heißt auf Erfahrung, aus Beobachtung basierend. Mit Erfahrung ist gemeint, etwas mit den Sinnen erfahren zu können, etwas messen zu können. Und mit solchen Methoden erforscht man die Gegenwart. Man untersucht Regelmäßigkeiten. Man macht also Experimente und die müssen wiederholbar sein, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort. Wir erforschen also in der empirischen Forschung wiederholbare Vorgänge, Prüfung durch wiederholbare Experimente und wir erforschen, wie Dinge funktionieren. Beispiele, wie funktioniert das Universum, wie funktioniert das Leben? Bei der forensischen Forschung geht es um die Ursachen. Also nicht um Funktionen, um die Ursache. Also es wird die Vergangenheit erforscht. Es werden Einzelfälle untersucht. Erforscht nicht wiederholbare Ereignisse. Prüfung durch Gleichförmigkeit, das sogenannte Uniformitätsprinzip, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Erforscht also, wie Dinge begannen und nicht wie sie funktionieren. Beispiele wären, wie entstand das Universum, wie entstand das Leben. Es gibt wissenschaftlich anerkannte Methoden, um historische Ereignisse zu untersuchen. Ja, das heißt, nicht immer ist die empirische Forschung die richtige Forschung, sondern es gibt vielerlei Arten von Methoden. Und ich möchte euch hier zwei vorstellen, nämlich einmal Analyse konkurrierender Hypothesen. Im Englischen klingt das dann folgendermaßen: Analysis of competing hypotheses. Und Nummer zwei, Schluss auf die beste Erklärung. Auf Englisch Inference to the best explanation. Aber welche Erklärung für die Entstehung von Informationen in der DNA wäre denn nun die beste? Es gibt einen Zeitgenossen und Unterstützer von Darwin, ein einflussreicher Geologe des 19. Jahrhunderts. Sein Name ist Charles Lyell. Und er sagte, wenn man die Vergangenheit erforschen möchte, dann ist die Gegenwart der Schlüssel. Wenn wir also die vergangenen Ursachen nicht mehr beobachten können, dann wäre es das Beste, wenn wir nach Erklärungen in aktuellen Prozessen und Ursachen suchen, um diese dann auf die historischen Ereignisse zu übertragen. Wenn wir jetzt die Frage stellen, welche aktuellen Prozesse und Ursachen für die Entstehung von Informationen verantwortlich sind, so können wir aufgrund unserer alltäglichen beobachtbaren Erfahrung sagen,
dass es immer eine Intelligenz ist. Immer dann, wenn wir eine Information in unserem aktuellen Leben erkennen, zum Beispiel ein Softwarecode oder ein Radiosignal, und diese Information jetzt bis zur Quelle zurückverfolgen, so finden wir am Ende niemals einen materiellen Prozess, sondern immer einen intelligenten Schöpfer. Sei es ein Programmierer, ein Redakteur, ein Ingenieur, ein Autor, ein Komponist etc. Auf jeden Fall ein kreativer Geist. Ich muss sagen, ich finde das super, dass ein Professor Lesch oder ein Professor Precht sagen, dass Sinn und Zweck keine naturwissenschaftlichen Größen sind. Dass wir mit den Naturwissenschaften Sinn und Zweck nicht begründen können. Trotzdem haben wir aber Sinn und Zweck in unserer DNA. Das heißt, wir haben ja hier eine Programmierung, eine hochspezifische Information in unserer Programmierung, die festlegt, wie die Proteine zu konstruieren sind in unseren Zellen. Ich würde es schön finden, wenn die Naturwissenschaftler sich weiter öffnen würden und erkennen würden, dass es womöglich geistige Ebenen gibt, einen kreativen Geist gibt, den man als Ursprung von Sinn und Zweck anerkennen kann. Ich hoffe, dass ich mit meiner Videoserie ein Stück weit dazu beitragen kann und ja, sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.